Seit ich denken kann, bin ich sozialdemokratisch geprägt. Obwohl ich aus dem Osten komme, oder vielleicht sogar weil, ich weiß es nicht so genau. Mein Vater hat mir damals, als ich ein kleiner Junge war, gesagt, guck mal hier, das ist Willy Brandt, das ist der Gute und das ist Franz Josef Strauß, das ist der Böse. Kann man heute vielleicht auf die Person so nicht mehr ganz so anwenden, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass meine sozialdemokratische Prägung nach wie vor da ist. Wenn ich mich in der Parteienlandschaft umsehe, finde ich nirgendwo jemanden, bei dem ich so viele Schnittmengen finde. Natürlich finde ich nicht alles gut, was da läuft, muss ich ganz klar sagen. Natürlich gibt es Sachen, gerade in letzter Zeit, wo ich manchmal gesagt habe, hey Leute, ihr macht es uns Unterstützern aber auch ganz schön schwer mit der Sozialdemokratie. Aber wenn ich unterm Strich drüber nachdenke, was geht hier eigentlich ab in unserem Land, wo soll das hingehen? Soziale Gerechtigkeit, Krieg und Frieden, die großen Themen, wenn wir darüber nachdenken, dass Gerhard Schröder damals gesagt hat, in Irak gehen wir nicht. Wenn wir darüber nachdenken, dass Frau Merkel kurz danach gesagt hat, wenn ich nach Amerika gekommen wäre, Herr Busch, wäre ich auch mitgegangen. Dann sind das für mich so ganz klare Sachen, wo ich sage, ich weiß, wo ich richtig aufgehoben bin. Deswegen, liebe Freunde, ich weiß genau, ich habe eine Meinung und ich darf niemandem sagen, dass die Meinung die richtige ist. Ich kann nur sagen, dass das meine Meinung ist. Das Einzige, was ich euch sagen kann, die ihr hier gerade zuguckt, geht bitte zur Wahl, wenn gewählt wird, am 24.09.2017. Weil ihr habt eine Stimme und gerade wir sind hier in Leipzig, wie wir sehen, hinter uns ist das neue Rathaus, eines der Wahrzeichen der Stadt. Und hier um den Ring sind 1989 ein Haufen Leute gegangen, die ein System gestürzt haben. Und wir haben damals gemerkt, wir können was beeinflussen, indem wir laut sind, indem wir unsere Stimme erheben. Wir haben damals gerufen, wir sind das Volk. Und das Volk sind wir heute nach wie vor. Deswegen, jeder hat eine Stimme, nicht vergessen. Also, 24.09. wählen gehen, Leute. Und das Kreuz, haha, an der richtigen Stelle machen.